Hallo und da sind wir wieder zurück bei GTA San Andreas, wo wir uns direkt in dieses halbwegs schnelle Gefährt setzen und auf zu Cesar Villalpando fahren. Wo wir, wenn ich mich richtig erinnere, ein Rennen fahren werden, das wahrscheinlich wie das letzte Rennen sehr, sehr spannend wird. Nicht? Aber wir haben keine Wahl und es gehört zur Story. Hierhin, hierhin, hierhin. Wuzimu. Man, where is this guy? Hey, I've been waiting forever, man. Where the hell you been? Sorry, Holmes. I had no idea when the race would be. Right. You just happened to show up 5 minutes after everybody else, huh? When the gasoline runs through your vein like the burning passion, you know when it's time to race. I think you're getting high on that country air, man. Hey, CJ, look. You haven't been to one of our meets before. Where are you from, friend? I'm from Grove Street Families, Los Santos. What's happening? Relax. This isn't a parade, pal. But you know, we gotta be careful. Woozy move. CC. But my friends call me Woozy. How you doing? Woozy. Woozy. CJ. Carl Johnson. Jetzt gib ihm schon die Hand. Oh Gott, bist du unhöflich. Listen, out here we like to race for cash or pink slips. Racer's choice. Get your car started. We're about to go. Good luck, Carl Johnson. Danke sehr, Wuzimu. Something real strange about that dude. Be careful, CJ. Triaden. Show. Sehr wahrscheinlich Triaden. Oder das war doch nicht so. Dann gewinnen wir das Rennen kurz. Schon sind wir Erster. Mit Abstand. Okay, das Einzige, was hier gefährlich ist, da das Feldwege sind. Welche zum einen das Wasser und zum anderen die Gefahr, dass ich mich überschlage, so wie ich hier jetzt nur auf zwei Rädern fahre, was mir gar nicht gefällt. Zweirad-Doppelboni. Yay! Fast 100 Meter auf zwei Rädern. Fuck die Fuck, Alter. Zum Glück bremst der Wagen relativ gut. Kann man so ein bisschen höher, danke. Okay. Oh. Ich weiß halt nicht mal, ob die anderen überhaupt noch mitfahren. Ich habe mal wieder einen Vorsprung. Das gibt's nicht. Wieso auch immer die das so gestaltet haben. Kann es sein, dass früher die... Oh. Oh, Rampe. Nein, nicht gegen die! Nicht gegen die! Oh. Alter, das war scheiße knapp. Kann es sein, dass früher die Rennspiele einfach einfacher waren? Ja, Mann, okay, es gibt Need for Speed. Oder ich erinnere mich zum Beispiel an das Spiel Saboteur. Das war richtig anstrengend, was die Rennen angeht. Da ist das hier ja ein Piss dagegen. Aber egal, fahren wir es einfach zu Ende. Okay, ja, badabadu. Nicht gegen die Steine brettern. Ha! Der eine fährt das jetzt über die Brücke, da der nächste. Alter. Was ist denn los mit den Jungs? Okay, Feldweg, aus dem Weg bitte. Also wenn ich mich nicht überschlage, so dass ich auf dem Dach lande oder im Wasser lande, müsste ich eigentlich gewonnen haben. Okay, in der Kurve sollte man vielleicht auch bremsen. Keine Bedrohung von hinten, absolut nichts. Uiuiuiui, ich sollte diese Angeberscheiße mit auf zwei Räder fahren. Schleunigst beenden. Schon fahre ich wieder auf zwei Rädern. Alter! Genug ist genug! Hab die Schnauze voll von dieser Angeber auf zwei Räder fahr Scheiße. Und schon ist das Ziel da. 5000 Dollar.
was kommt. Okay. Woozy! Was geht ab, Woozy? Wooza, Woozy. Yeah. You drive with style, Carl Johnson. And I never mind losing to a guy who's willing to push himself right to the edge. As for me, I'm a man who honors his bet. Well, you learn pretty fast with the police on your ass. Listen, it's best if we clear the hell out of here as soon as possible, because for some reason the local police don't appreciate our noble sport. Yeah, noble thanks sport. For the advice. Okay, I gotta go. You know what? If you ever find yourself in San Fierro, give me a call. Maybe we can do a little business together. Yeah, I might just do that. Endlich mal einer. Oh, sorry. Nice meeting you. Endlich mal einer, der höflich ist. Der hat zwar auch Böses im Schilde. Farewell, my what? Fängt jetzt schon die nächste Quest an? Wer bist du, James Dean? Oh Gott, nein. Warum, Catalina? Oh Mann. What? What I do now? Oh, so this is where you've been, eh? Oh. This is how you repay my tenderness? Do you prefer the curves of some car to those of a real woman? Look, Catalina, you called it off, remember? Just business. What kind of a man are you? When I say just business, I mean that I love what you! What the fuck? When I say I'm no interested no more, I mean that I love wait. You! And hey, when I say that wait, I miss Catalina, you! Wait! Leave my car alone! I did this for us! For me and you! It's too late! I don't love you no more! Yes! I love another, okay? What? Then what the fuck was this about? I cannot keep my passions hold up. They need a release. That was a good release. Like hitting a man with a frying pan while he sleeps. This Carl? This is my new man. Are you jealous? Nah. Are you going to fight for me? No, I can take rejection. You are jealous and a coward. Now let's race! Crazy. Ay. Warum, Catalina? Warum kann die sich nicht einfach verpissen? Noch ein Rennen, yay! Das wird nicht spannender werden als das davor. Könnte ich bitte durch? Danke sehr. Ich bin froh darüber, dass es keine Gegenwehr gibt. Okay, jetzt. Obwohl, da kann ich auch abkürzen. So. Oh. Hey, ich habe einen neuen Wagen. Das ist ein ZR350. Also der richtig, richtig schnelle. Anscheinend habe ich den beim letzten Rennen gewonnen. Weg mit dem Fahrrad. Okay, der beschleunigt halt deutlich besser. Okay. Der Wagen gefällt mir. Den würde ich gern behalten, solange es geht. Der liegt doch viel besser. Oh, fuck, da muss ich... Oh, scheiße, Holz. Eieieiei. Fällt weg. Wo bist du? Da bist du. Gut. Ich darf aber trotzdem nicht im Wasser landen oder sowas. Okay. Auf der Brücke wenden. Und ich bin trotzdem Erster. Was ist das? Alter. Ich glaube nicht, dass in irgendeinem anderen GTA-Teil die Rennen so einfach sind bzw. waren wie in diesem. Das kann ich mir nicht vorstellen. In GTA 5 weiß ich, sind die härter. In GTA 4 gibt's glaube ich... Oh fuck, Wand! In GTA 4 gibt's glaube ich keine Rennen. Und die ersten waren ja deutlich härter. Okay, bei City gibt's noch. Okay, lass mich durch. Das ist mal ein Wagen. Das ist ein Wagen. Nein, das ist ein Löffel. Ne? Fahren wir... Wir fahren einfach die gleiche Strecke. Nur jetzt in der anderen Richtung. Okay. Dann müssten wir eigentlich gleich
im Ziel sein. Weil hier war ja der Anfang von dem Rennen, das wir davor gefahren haben. Oh, ich streng mich trotzdem an, auf der Straße zu bleiben. Ich will mich wirklich nicht überschlagen, weil das würde bedeuten, ich kann nochmal dahin fahren, muss nochmal das Rennen fahren und bla. Das Ziel. Perfekt. Catalina. Hatte ich gar nicht. Being a better driver ain't no unfair advantage. You think you're clever, but it is you who is missing the point. Not only was he racing, but he was satisfying me. Fully. What are you gonna say about that? Okay. The advantage of a stick shift, I guess. Yeah, whatever. Anyway, man, what is it? Cash or pink slip? There you go. Goodbye, Mr. Johnson. I will not be missing you. Dito. Hey, wait a minute, bitch. What is this shit? The deed to a garage in San Fierro. My lover needs San Fierro. So we can go to Liberty City. Liberty City? Yeah, whatever. Have a good time. I will. Fine. Okay. Go. Bye. I ain't gonna miss you. Goodbye. Heißt es wirklich, wir haben Catalina weg von uns? Wir haben Catalina weg von uns. Mission erfüllt, yay. Ich sehe kein Symbol auf der Karte. Ich nehme an, wir müssen nach San Fierro. Oder werde ich angerufen? Ja. What's happening? Hey, Carl, dude. Now I got the truth. But be careful, man. People are listening to us. I got a little green village up in the hills. Come and get it. Whoa, man, I don't know you. I don't know you. Prank caller, prank caller. Den habe ich komplett vergessen. Oh fuck, das heißt Henpenny. Muss doch auch wieder am Start sein. Oh nein. Ich dachte, wir wären jetzt fertig mit hier Angel Pine und dem ganzen Gebiet hier. Okay. Links sind wir, glaube ich, schneller. Tatsache, da können wir nach rechts jetzt. Okay, okidoki, okidoki. Ich habe leider gerade nicht so auf den Text geachtet. Was will der von uns? Irgendein kleines Dörfchen? Irgendwas? Kann ich mich hier vielleicht... Ich sollte mehr auf die Straße achten und nicht auf die Minimap. Schon wieder. Gott, ich bin der größte Pro ever. Okay, eine der wenigen Ortschaften in Amerika ohne einen Waffenladen. Hey, was machst du denn? Ja, okay, fahren wir da hoch. Und nehmen dann den Feldweg. Feldweg? Okay, kein Feldweg. Dann nehmen wir doch die andere Straße. Alter, ich will nicht, dass das Auto anfängt zu brennen. Ich mag das Auto. Okay, die nimmt jetzt eine linke Kurve. Das ist sehr gut. Ich hasse Angel Pine und wie auch immer dieses fucking Gebiet heißt hier. Ich hasse es einfach dafür, weil du so ewig brauchst, einen verdammten Ort zu finden. Oder einen Punkt. Okay, querfällt ein. Fuck, nee. Ach, scheiße. Okay, ich brauche dein Auto. Warte, da kommen Motorräder. Dann nehme ich lieber die. Das Motorrad brennt. Doch nicht.
Okay, nach den Dingen komme ich nach unten. Achso, das waren die Trucker-Missionen. Okay, nehmen wir den Feldweg. Junge, lass es einfach gut sein. Das Einzige, was passiert ist, ich knall dich ab. Das Gute ist, ich kann mich nicht weiter weg von The Truth bewegen. Okay, das hier, jetzt sind wir in dem Gebiet, wo der Mähdrescher war, die eine Mission. Alter Junge, der verfolgt mich immer noch. Hat sie doch nicht mal alle. Sabine. Die ist auf die Fresse geflogen. Selbst schuld. Wenn du mich nicht in Ruhe lässt, musst du damit rechnen, auf die Fresse zu fliegen. Okay. Wir sind ungefähr da, wo die Mähdrescher-Mission war. Das ist die Frage, ob das. Oh fuck, Polizei. Ob das auch da in der Nähe von The Truth ist. Ja, ist es. Okay. Jetzt irgendwie da reinkommen in das Gebiet. Hier runter. Ja, roter Punkt. Ausgezeichnet.